So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Man sieht den Atem durch die Luft fliegen. Hier ist ein Crypto Ho-Oh Raid. Den möchte ich jetzt gleich machen. Das ist aber ein anderes Video. Vor mir sehe ich hier, ich weiß nicht mal, was das sein soll. Guckt euch das mal an. Hier stehen einfach so Dinger. Da etwas ausgestanzt. Sieht aus wie eine Hexe. Eine Hexe mit einer Katze. Und dann geht das hier so vorbei. So drei, vier Dinger entlang bis hier hin. Was das genau darstellen soll, keine Ahnung. Wir gehen einfach mal hier hinter und gucken so hier durch. So. Ist das Kunst? Was ist das? Ist das herrlich? Da scheint die Sonne. Was aber herrlich ist, auf jeden Fall, der Henry hat mir das Ticket geschenkt für diese komische Forschung, die jetzt bei dem Rocket-Event dabei ist. Ich muss mal dahin, wo ich was sehe. Jetzt ist die Sonne genau hinter dem Schornstein, so passt. So. Henry hat mir das Ticket geschenkt für die Forschung, gestohlene Schätze, das ist Kapitel 1 von 4. Die möchten wir wieder machen. Drehe 10 Pokestops, besiege 5 Team Go Rocket Rüpel, lande 20 Curveball-Würfe. Ich muss das jetzt vor dem Raid noch aufnehmen, weil Narrat ist das ja schon angefangen. Ich werde es aber fertig machen und euch zeigen, wenn ich das hier alles abhole, was mich verwirrt. Normalerweise soll ja Kyokre gerade auch drin sein. Beziehungsweise sollte man ein Super Rocket Radar bekommen in dieser Forschung, zeitlose Reisen. Aber irgendwie geht das nicht weiter. Ich dachte, ab 0 Uhr beginnt das, da geht das weiter. Es ist noch nicht da, vielleicht geht es ab 10 Uhr weiter. Ich habe keine Ahnung. Hier gehen auf jeden Fall ein paar Sachen weiter, aber das hat ja sowieso jeder. Da gibt es dann auch nochmal ein extra Video, wie ich das Krypto Kyokre abholen möchte. Und hier kümmern wir uns darum, dass wir hier diese Forschung machen. Da vorne sehe ich jetzt Pferde. Das ist cool, aber die kann ich nicht zeigen. Die sind bestimmt auch scheu. Und das erste Mal, dass ich sehe, dass die Pferde draußen sind. Ich muss jetzt aber zurück. Es ist nämlich 54. Wir wollen 10 Uhr genau den Raid machen. So, Pupsi ist heute die Fahrerin. Nach dem Raid, nach dem ganzen Hack-Mack, so konnte ich wenigstens nebenbei immer mal ein paar Stops drehen in der Stadt und ein paar Pokémon fangen und einen Ballon machen und einen Rüpel und anderes Zeug. Und jetzt stehen wir schon wieder beim Kaufladen, weil ich wieder einkaufen will. Ist ja halt jeden Tag, kennt ihr das? Jeden Tag einkaufen, das ist mein Lifestyle. Vielleicht sollten wir uns auch so rumstellen, da sehe ich zwar nichts mehr, aber das seht ihr hinter mir. Hier dieses super, was ist das überhaupt? Eigentlich denkt man, das ist eine Reklame, Reklametafel ohne Reklame dran. Ja, wir gehen jetzt mal kurz hier rein. Wir haben die ersten Aufgaben auf jeden Fall schnell fertig gemacht. Wir haben jetzt hier Bälle, wir haben hier Bälle, wir haben hier einen Encounter. Da ist ein Knirrfisch drin. Knirrfisch? Ist, wie gesagt, eigentlich relativ selten. Ich glaube, den gab es nur zu dem komischen Farb-Event mit Fischen und Farben, wo hier so Karneval, ach, ich habe keinen. Knirrfisch war mal da, aber nur zu einem Event und selten. Ich glaube, den findest du so gar nicht in der Wildnis, oder? Jetzt haben wir einen hier rausgezogen mit 3 Sternen, aber braucht man nicht. Pokédex-Eintrag war auch schon vorhanden. Wir holen uns eine Brutmaschine ab. Danke, Henry Niki, für die Brutmaschine. Apropos, ich muss auch mal zeigen, ich habe meinen Buddy also wieder umbenannt in Henry Niki, weil der mir ja jetzt das letzte Ticket gegönnt hat. Dann haben wir die nächsten Aufgaben. Fange 20 Pokémon, verschicke 25 Pokémon, besiege 5 Team Go Rocket Rüpel. Wenn wir das fertig haben, nach dem Einkaufen auf Rückweg, keine Ahnung, wo Pupsi dann nochmal irgendwie was, dann werden wir auch das Kapitel abholen. Kommen immer näher an die komische Pose mit dem Ball hochwerfen. So, wir sind jetzt fertig beim Kaufland. Pupsi ist jetzt extra nochmal nach Sülzfeld gegurkt. Jetzt möchte ich euch mal ihre Lieblingsbushaltestelle zeigen. Die sieht ungefähr so aus, ja. Richtig genial. Ich habe jetzt auch was mitgenommen hier, ein Stück Pizza. Das will ich mir gleich reinziehen. Für euch müssen wir aber jetzt nochmal 25 Pokémon verschicken und ich sehe absolut nichts, weil die Sonne einfach nur so heftig entgegen leuchtet. Wir gehen jetzt hier drauf. 25, wir markieren mal alles, was wir nicht brauchen, also theoretisch alles, weil wir brauchen eigentlich nichts. Haben jetzt das noch, das. Wie viel ist denn bitte schön 25? Dann müssen wir das auch noch alles wegnehmen und das und das und das und das. Das waren 25. Jetzt ist die Aufgabe auch fertig. Und ich sehe absolut nichts, deswegen laufe ich jetzt mal hier rüber. So. Wir stellen uns einfach mal an die Ecke. An der Ecke sehe ich nämlich wieder was. Und habe dann, wenn ich hier den Rest abhole, auch wieder die neuen Aufgaben drauf.
Das heißt, hier gibt es 5 Tränke, hier gibt es 5 Beleber, hier ist wieder ein Pokémon drin. Das ist ein Zurukex. Zurukex, ja, GBL-mäßig kann man damit sicherlich was anfangen. Ich jetzt nicht, ich spiele ja kein GBL, ich mache ja gar nichts. Ich freue mich über dieses schöne Bushäuschen. Jetzt weiß ich, was Sandra immer hier macht. Jetzt gucke ich noch mal kurz die Bewertung an. Das ist 3 Sterne, das sieht sogar recht gut aus, genau. Und wir holen noch die Bären und den Staub und die EP. Dann kriegen wir die neuen Aufgaben. Dafür müssen wir beim extra nochmal zurück und dann wieder rein. Wir müssen jetzt 30 Curveball-Würfe machen, 10 Team Go Rocket Rübel besiegen und 5 Krypto-Pokémon fangen. Das ist eigentlich gefühlt alles immer das Gleiche. Ich weiß nicht, wo sie jetzt noch hin will, was man auf der Fahrt noch alles dann mit erledigen kann, auch wo wir dann nochmal halten können und so. Und ja, ich werde auch ganz am Ende, glaube ich, alle Krypto-Pokémon, die ich besiegt habe und gefangen habe, mal durchbewerten in diesem Video. Aber erst, wenn ich dann fertig bin, dass wir schauen, was ich alles so mitgenommen habe. Jetzt legen wir jetzt hin, holen mal kurz die Pizza raus. Das ist wichtig. Warte mal, wir machen so. Tun mal kurz die Pizza raus, so, bei Pupsi aufs Auto. Da liegt jetzt eine Salamischeibe und probieren mal die gute Pizza vom Kaufland. Weicher Boden, viel Soße, kräftige Salami. Das passt, das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Ich beiß noch mal rein und dann melden wir uns zurück, wenn wir im dritten Kapitel das Zeug abholen. So, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind einfach irgendwo, jetzt ein Stück abhand, neben der Straße. Und guckt mal hier, hier geht's hoch und dann ist gleich aber der Weg zu Ende. Dann ist nur noch Wiese. Hier ist überall Feld. Da ist die Sonne. Hier ist, keine Ahnung, alles übelst matschig. Hier liegt eine Sektflasche. Da liegt was anderes. Da ist eine Bierflasche daneben. Sieht aus, als hätten sie hier Silvester gefeiert. Und da war es mal gefroren und jetzt alles übelst matsch. Da liegen ein paar Bretter, dass man besser durch den Matsch durchkommt. Das sieht gut aus. Da ist ein riesen Kothaufen. Hier liegen 2 Paletten. 2 Paletten, Digga. Hier hat jemand einen Weihnachtsbaum entsorgt. Das ist auf jeden Fall, das ist Natur pur. Jetzt will ich aber mal kurz da runterlaufen, weil ich glaube, hier ist eine Brücke. Dann wollen wir die Sachen abholen. Und da kommt ein Auto. Hätte ich nie gedacht, dass hier irgendwann mal ein Auto vorbeifährt. Moment. Zack, jetzt ist er vorbeigefahren. Was ist das hier? Das ist doch mitten im Wald. Was fahren hier für Leute vorbei? Ich muss jetzt mal hier runterlaufen, das Auto verfolgen. Da ist, pass auf, da ist ein Tor. Ach, ich dachte, ich kann da runter zu der Brücke, aber die Brücke ist so weit weg, da kommst du so nicht hin. Und hier ist Fischzucht unter Maßfeld. Karpfenforellen, Lachsforellen, Hechtzander, Barsch, Wallerschlein, Lachs, Aal, Zierfische, Wasserpflanzen. Also die fahren wohl alle jetzt zur Fischzucht. Und deswegen ist hier das Tor, damit ihr wisst, dass auf ist und ihr zur Fischzucht könnt. Na wisst ihr was? Dann bleibe ich jetzt hier stehen. Hier ist nämlich auch die Sonne nicht so brutal. Hier ist aber eingeschränkter Winterdienst und hier wollen wir jetzt kurz abholen. Ich bin jetzt bei, muss ich rüber. Ein Curveball-Wurf fehlt noch. Wir haben jetzt hier die Tränke, wir haben hier nochmal ein Pokémon drin. Das wollen wir jetzt abholen, indem wir einen Curveball-Wurf machen. Hui! So, das ist unser Curveball-Wurf, aber der trifft halt nicht, weil dieses... Warum ist denn da auch ein Smogmog drin? Was du wieder mit einer Hand und einem Daumen und dann hängt es wie ein Kyogre einfach am Rand rum. Oh, das Smogmog passt auf jeden Fall zu der Umwelt, die wir hier haben. Die sieht nämlich genauso aus. Hallo! 3 Stunden warten einfach, bis das Vieh wieder zurückkommt. Sieht so lustig aus, weil jetzt siehst du den Rest nicht vom Kopf, den es da dran hat. Deswegen hasse ich Kyogre. Deswegen hasse ich alles, was schwebt und sich dann immer an den Rand hängt. Ich weiß ja nicht, wie du das da wieder wegkriegst. Das nervt auf jeden Fall. Wir machen es mal anders. So, ich klemme euch jetzt mal hier rein. Na ja, gut, jetzt ist er zurückgekommen. Und jetzt haut er wieder ab. Aber es war ein Curveballwurf. Curveballwurf. Es war ein Curve. Das Handy vibriert schon wieder so komisch, dieses haptische Vibration ist an, das ihr einstellen könnt. Wir bewerten das mal kurz. Es ist 3 Sterne, hat eine Treppe gebaut bei den IV. Und jetzt können wir auch die Top-Beleber abholen, die Erfahrungspunkte plus den Staub
und sind, ja, wo sind wir denn? Keine Ahnung, es geht nicht weiter. Wir brauchen auch nur die letzte Seite. Wir starten das Spiel nochmal neu. So, dann laufe ich nochmal einen Meter dahinter. Es ist halt wie es ist. Jetzt start neu. Zum Glück ist hier noch Zeug. Steht's jetzt da? Es steht da? Ja. Verschicke 30 Pokémon. Besiege 10 Team Go Rocket Rübel. Erlöse 10 Krypto-Pokémon. Also welche, die richtig schlecht sind, muss ich dann erlösen. Da ist dann die Pose drin. Da geht nochmal was. Ich melde mich zurück beim Verschicken und keine Ahnung, wo wir dann sind. Pupsi muss noch eine Location dann sich suchen, wo wir den Rest filmen können. Okay, Big Fail des Tages. Jetzt habe ich gerade hier die Kamera ausgemacht und wollte die Bildschirmaufnahme beenden. Ich habe gerade gemerkt, ich habe gar keine Bildschirmaufnahme gemacht. Das heißt, ihr habt gar nicht gesehen, wie sehr der Smogmog rumgenervt hat. Ihr habt nicht gesehen, wie ich das Zeug abgeholt habe, aber da war auf jeden Fall ein Smogmog drin. Hier ist der Beweis, das haben wir gerade gefangen. Deswegen Treppchen, guckt es euch an, Treppchen. Und das sind die Aufgaben, die wir jetzt eben noch machen müssen. 30 Pokémon, 10 Team Go Rocket Rübel, 10 Krypto-Pokémon erlösen. Das nervt mich jetzt schon wieder, das nervt mich. Aber immer alles so im Stress, immer keine Zeit, immer nur zack, 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 fertig, fertig, boom. So, letzter Halt ist der Penny Parkplatz. Der Penny Parkplatz. Da kann sie nämlich dann auch mal drehen. Was ist das hier? Hier ist eine Mauer. Guck dir mal die Mauer an und guck dir mal dieses Police Car an. Das Polizeiauto brennt. Guck dir die Flammen an, wie realistisch. Das hätte ich gerne als Tattoo. Einfach nur auf der rechten Arschbacke, weil das sieht. Die Flammen haben mich auf jeden Fall beeindruckt. Wir laufen jetzt nochmal darüber, wo das Auto steht. Es ärgert mich halt jetzt, dass die letzte Aufnahme verkackt war. Dann haben wir hier Aufnahme für euch. Oh, Avatea ist gerade aufgestiegen hier zu Superfreunden. Legen wir mal dahin. Das stellen wir mal hier drauf. Dann ist hinter uns trotzdem irgendwie wieder so Sonne. Das ist aber nicht so schlimm, denn ich habe jetzt bei den Aufgaben, ich habe doch schon Pokémon verschickt. Ich habe auch schon Rüpel. Ich muss noch eins erlösen. Bevor wir dazu kommen, möchte ich jetzt erstmal mit euch alle Krypto-Pokémon, die wir haben, bewerten. Beziehungsweise, warte mal. Dann werden die ich jetzt erlöst habe, ich habe kurz nur durchgescrollt, was 3000 oder 1000 braucht zum Erlösen, habe ich jetzt erlöst. Fette große habe ich noch nicht erlöst. Ich gehe mal bis dahin zurück, wo hier der Krypto-Ho-Oh-Raid war. Und danach bewerten wir einfach mal kurz durch, was jetzt an Krypto-Pokémon reingekommen ist, ob da auch was Gutes dabei ist. Hier ist Felino, 0 Sterne, Litomyth, 0, Panzereron, Kastatur, Nidorina, Zubat, Quiekel eigentlich immer gut, genau wie Cognodon, aber halt auch richtig grottige IV. Dieses Schmerbe hat gute IV, aber würde kein 100er werden, brauche ich nicht. WhatsApp weg, Fukano weg, Liljeb weg, Sandan. Oh, das Sandan würde ein 100er werden. Hier ist noch Voidilam, hier ist Damierplex, hier ist Teddy Ursa, hier ist Mauzi, Staralili. Kriegt dann auch richtig gute IV. Hier ist Tentara drin. Das wird ein 890er, glaube ich. Hier haben wir noch Onyx, Samurzel, das ist schon erlöst. Glibungel ist erlöst, Mauzi ist erlöst. Samurzel Shiny gab es zwischendurch auch noch. Dann haben wir hier Smogmog, wir haben hier ein fettes Relaxo. Und den Rest wischen wir jetzt auch einfach nochmal kurz durch, dass ihr einfach den Rest seht. Das war der Rest. Wo ist jetzt das Sandan hin? Das brauchen wir. Das werden wir jetzt einfach erlösen, weil das würde ja ein 100er werden, aber mir passt das mit der Sonne trotzdem nicht. Wir stellen euch jetzt einfach mal so hin. Wir nehmen das, wir erlösen dieses Sandan. Das kostet ja auch nur 3000 Staub. Dann ist die Aufgabe fertig mit den 10 Pokémon erlösen. Also ungefähr so. Es ist halt echt mies, diese Sonne, ja? Freust dich immer auf schönes Wetter, aber zum Film ist das halt absolut nicht geeignet. Jetzt haben wir hier ein 100%iges Sandan. Brauche ich nicht, kann ich also wieder verschicken. Gehen wir aber raus, holen den Rest von der Aufgabe ab, denn da gibt es jetzt hier noch TMs. Drei Sofort-TM, drei Lade-TM sicherlich.
Ja. Dann als letztes Pokémon ein Skalück. Das kommt ja auch exklusiv aus 12 Kilometer Eiern. Kann auch shiny sein. Grifeldis ist auch gut in der Meister, in der Go Battle League. Ich fühle mich gerade beobachtet, da drüben die Frau hat gerade so rumgemacht. So, das kommt aus 12er Eiern. Das gibt's shiny, das ist gut für GBL, das interessiert mich also wieder mal nicht. Und jetzt holen wir die letzte Seite noch ab. Nochmal 4000 Stau, nochmal 4000 Erfahrungspunkte und kriegen eine Pokéball-Wurf-Pose, was sehr schade ist, weil das heißt, ich müsste ja jetzt meine Kaffeepose, meine Kaffeebecherpose ablegen. Ich gehe mal in den Schrank. Hier steht Posen. Das ist die Wurfpose, die Pokéball-Wurfpose. Was so einfach ist die. Die sah aber auf dem Bildschirm richtig brutal aus durch den dunklen Krypto-Hintergrund und das ganze andere Zeug. Na egal, gehen wir mal raus, lassen das jetzt so. Das heißt, wenn wir jetzt eh keinen Kakao mehr schlürfen, brauchen wir auch diese Winterklamotten nicht mehr. Das heißt, ich kann mir die Tage dann auch irgendwie noch ein anderes Outfit zulegen. Jetzt werfen wir auf jeden Fall den Ball, dank Henry Niki. Es ist so kräftezehrend in letzter Zeit. Du bist auch nur noch müde, hängst du noch durch. Aber jedes Ticket muss irgendwie bespielt werden, muss gezeigt werden, muss verfilmt werden. Und Krypto-Kyokre steht auch noch aus. Ich habe gesehen, mittlerweile ist die Forschung da. Hier im Spezialtab konnte ich jetzt weitermachen von 9, 10, 11. Da waren fast dieselben Aufgaben, aber das habt ihr auch alle. Da geht es jetzt um die Bosse, dann geht es um Giovanni. Giovanni werden wir euch zeigen, wie ich den bekämpfe, wie wir dann Kyokre versuchen zu fangen. Und ansonsten war es das jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und macht euch brennende Autos auf die Arschbacken. Das ist wichtig.